Der Dinosaurier ist halt dann in dem Moment weg, wo ich da nach oben kletter. Ja, Schweine sonst. Aber er hat ja auch nicht mal Federn. Ob man das vielleicht irgendwie kaputt, dass er weiterrennen kann? Anderen Charaktere nicht auch einsetzen? Ja, wir kommen halt hier nicht durch. Oder gibt es einen anderen Weg? Halt, es gibt noch den anderen Weg da links. Oder kriegt man die irgendwie auf? Du hast da bestimmt schon nachgeguckt, oder? Man muss mit den anderen Charakteren irgendwas machen. Und ich müsste dafür die Tür hier aufmachen. Kann das sein? Würde sich nie spoilern. Ach, ich weiß es doch nicht. Was soll man mit den anderen denn sonst machen? Weil bei den Twins musste man das ja quasi auch alleine lösen, bis in den letzten Moment. Mit dem Knochen dann noch. Und wir mussten das Rad drehen. Aber ansonsten weiß ich gerade nicht, was wir machen können. Halt hier nicht durch. Wir könnten probieren, die andere da links. Ich weiß nicht, können die vielleicht zwei hier gleichzeitig machen? Also wir hatten doch links noch eine Tür gesehen und da brauchte man aber nochmal alle drei. Ich wusste nicht, welche ich nehmen soll. Können die vielleicht zwei öffnen und dann gibt es noch einen anderen Weg außen rum? Du musst irgendwie in der Zukunft die Sperre abschalten. Du meinst in der Gegenwart. In der Zukunft habe ich die Sperre abgeschaltet. Das ist jetzt die Gegenwart. Hier fehlt uns die... Ach Gott, ist das weit auseinander. Da oben ist noch irgendwas in der Mitte. In der Zukunft ist hier nämlich kein Weg. In der Zukunft ist hier eine Sperre und die haben wir ausgeschaltet. Greatest employee of all time award comes with a pretty big raise. Have I rubbed that in yet?
Das ist das Beste, was ich je in einem Museum gesehen habe. Zahnrad. Ich dachte gerade, da wäre wieder irgendeine Anspielung. Aber nein, es ist nur ein Zahnrad. Vielleicht, wenn die Kamera gerade rechts ist, das Ding klauen? Nee, ne? Greatest employee of all time says, no touching the exhibits! Dieses Ding hier. Das sieht ja auch aus wie ein Eimer, ne? Und es tropft in der einen Zeit ja auch da rein. Get my own hover parking spot. Came with getting greatest employee of all time. Den Stein nach rechts schieben und dann den Charakter wechseln und dann? Was soll denn das bringen? Ich komme mit keinem anderen Charakter hier irgendwo hin. Kann ich nicht nach rechts schieben, ohne den Gestank zu verlieren? Oder meinst du diesen eckigen? Aber selbst dann. Ich komme mit keinem anderen Charakter in die Vergangenheit. Wieso hat er jetzt ein Dreieck gemacht? Haben wir irgendwas verändert? Oder ist es einfach nur Zufall? Wie schafft er eigentlich immer diesen runden Mittelteil? Will mal gucken, wie viel Ecken er noch hinkriegt. Will be Fog greatest creation. Ach, wir haben den Gestank wieder verloren. Wieso haben wir den Gestank verloren? Ja, wahrscheinlich. Ach Gott, ey, wir müssen doch noch irgendeine Idee haben, wie man da weiterkommt.
Also um hier durchzukommen, braucht man diesen Schlüssel. Aber das Schlüsselloch ist auch auf der anderen Seite, ne? Es gibt an einem Ort laufendes Wasser. Und das ist da, wo das auf diesen Stein tropft. Jetzt haben wir eh keinen Gestank mehr, wir können damit noch mal ein bisschen rumspielen. Hätte ja eigentlich gehofft, dass man das da irgendwie voll kriegt oder so. Oben Dachgeschoss auch wieder, ja gut. Hier tropft es auch rein. Ich glaube, dass wir mit dem Twins halt echt fertig sind. Das ist jetzt ein neues Rätsel, wo man nichts mehr braucht von vorher. Da den Stein mal verschieben. Weiß halt nicht wie. Man kann den irgendwo hinschieben und dass er zurückrollt. Von da oben dahin schieben, damit er das blockiert und das offen bleibt, das ist eine gute Idee. Achso, nee, wir kommen hier nicht runter. Wir können gucken, dass wir hier das Wasser blockieren, aber ob das was macht. Ach doch, genau, wir blockieren hier das Wasser. Und dann ist es hier weg. Das hat sich doch hier durch das Wasser gebildet, über die Zeit. Ach Gott. Und jetzt kommen wir zur Zeitmaschine. Es sah die ganze Zeit schon aus, als ob man das da so reinschieben könnte. Aber ich hatte es, glaube ich, mal kurz drunter. Und es sah nicht aus, als ob sich dadurch irgendwas verändert. Ich dachte so, okay. Was soll's. So, ich hole mir mal eben ein Getränk. Und dann machen wir direkt hier weiter. Jetzt haben wir ganz neue Möglichkeiten. Und vor allem haben wir kein Problem mehr damit, diesen Dinosaurier kaputt zu kriegen. So, bis gleich. Das hat einen Grund, wieso der Kopf auf den Körper der Pfütze passt. Ja, ja, ja. Wie gesagt, war auch mein erster Gedanke und dann dachte ich aber, naja, und dann schieben wir das halt in die Pfütze. Nur die falsche Wasserquelle. Na dann, Prost. So, wo kommen wir denn jetzt hier überall hin? Ja, dann würde ich sagen, machen wir als erstes das mit dem Dinosaurier. Können die denn jetzt auch die Zeit wechseln? Ja, ne? Remember, hands off the exhibits. Okay, dann macht sie das jetzt mal, holt sich den Gestank ab und dann gehen wir nach unten. Oh.
könnte ein Rang werden für Kekse. Lichtschwert, Einstein-Kicker, alter Dinosaurier. Bietet Schlüssel an. Ja, ich muss mir auf jeden Fall neue Ränge überlegen, weil ich glaube, du hast den maximalen Rang gerade wieder geknackt. Oder bist kurz davor. Maximale Rang ist momentan 13.000. Nein! Genau. Don't touch any of the exhibits. So, dann ab nach unten. Und sie hat sogar noch einen Knochen bei. It's funny, cause it's true. Mann, ich nehme immer den falschen Weg. Das sind schon mal zwei Titel. Ja, so schnell kann es gehen. Ja, 13.200 wäre eigentlich der nächste Titel. Aber den habe ich noch nicht. Ja, Gender. Woher war das? Ihr könnt ja mal überlegen, woher das ist. Du erinnerst dich? Nee, Tron war es nicht. Das Spiel macht sich selber darüber lustig. Whatever I need in that moment of time. Das ist die Art. Das ist aus Conker. Conker's Bad Fur Day. Context sensitive. Clever. Au, werde zu Erdöl. Werde zu Erdöl. Du Sau. Me and the other greatest employees of all time are all grabbing drinks at the Wizard's Lair. Wobei es sein kann, dass es hier schon wieder nicht mehr ist und wir hätten jetzt in der Gegenwart gucken müssen mit dem Öl. Guck mal. Ach, da wo die jetzt stehen, sind jetzt hier Skelette. Guck mal. Und hier ist eine Ölpfütze. Ach, wie cool. Die Frage ist, hatten wir irgendwo ein Behältnis? Wir hatten halt noch in dem Haus den Nachttopf. Aber hatten wir noch irgendein Behältnis? Du brauchst den Eimer. Welchen? Ein Helm, der aussieht wie ein Eimer. Ach so. Aber wo war der? Also hier schreiben sehr viel oder sprechen viel drüber. Aber ich glaube, man sieht hier nirgendwo einen, oder? Ist ja keiner. Rankfust. Du meinst einen Rankfust brauche ich.
Vielleicht ist es hier auch kaputt, weil hier die ganze Zeit Wasser reingetropft ist. In anderen Weiten das Problem mit dem rollenden Stein hast. Ja. Welten, ja. Ich kann ja mal hier den Stein wegrollen und dann gucken wir mit anderen Charakteren, was in anderen Zeiten passiert. Also hier ist nichts, wenn wir in der Gegenwart mal gucken. Remember, hands off the exhibits. Das Problem mit dem rollenden Stein. Wir alle kennen es. Das ist das größte Problem unserer Zeit. Ja, okay, sie ist irgendwann gestorben und dann ist er doch wieder da. Können wir irgendwas anderes Cleveres damit machen, dass wir jetzt hier mehrere Charaktere in der Zeit haben? Wir haben jetzt Erdöl. War nicht in der Zukunft auch irgendwie ein Behältnis für dieses Erdöl? Da, wo man reinschütten muss? Me and the other greatest employees of all time are all grabbing drinks at the Wizard's Lair later. Wait, there are no other greatest employees of all time. In der Gegenwart ist auch der die Wasserquelle weg. The greatest employee of all time award comes with a pretty big raise. Irgendwie geht's in der Gegenwart auch nicht hier links durch, ne? Mach das nochmal in der Gegenwart, in der Vergangenheit mit dem Stein. Bleib nicht stehen, sondern schieb ihn, ehe du wechselst. Ach, das war das Problem. Ah. So, und die bleiben jetzt so. Und dann geht in die Zukunft. Oh Mann. Was für ein Bild, ja. One, by the way. Time travel, everyone. Good news, everyone. Oh, eigentlich müsste ich mal das Futurama-Spiel, aber ich glaube, das habe ich nicht. Naja. Bei einem Stream spielen. Wenn die Xbox One dann endlich ordentlich abwärtskompatibel ist zur ersten Xbox. Hier bin ich aber falsch.
Ach, wie tragisch. Und hier haben sie jetzt aber den Bucket. Tada! Damit jetzt wieder in die Vergangenheit. Erdöl sammeln. Touch any of the exhibits. Nein, stopp. Ach so, Quatsch. Ich muss ja gar nicht in die Vergangenheit Erdöl sammeln. Da ist ja noch toter Dinosaurier. Ja, du hast recht. Don't touch any of the exhibits. Ja, der im Eimer wäre auch bestimmt, weiß ich nicht, hat er wahrscheinlich nicht so gern. Wobei er jetzt beschwert, dass ich bestimmt sowieso nicht mehr so viel. So. Ein alter Verbrennungsmotor im Museum. Da, wo er hingehört, hust, hust. Und hier haben wir ein Rad. Ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht, was wollen wir denn jetzt mit dem Rad? Das kriegen, können wir nicht in die Vergangenheit kriegen, oder? Wollen wir das in die Vergangenheit schicken? Besorgt. Ja, bisher konnten wir, glaube ich, irgendwie immer nicht Sachen transportieren, oder? Aber klar, meinetwegen gerne. Kann irgendwie die Zeitmaschine nicht benutzen, solange ich dann... Sie nimmt dann immer nur das Rad. Ah, doch! Na dann... Zeigen wir ihm mal ein Rad. Guck mal, wie es rollt. Der Vorteil eines Rades. Hey, guck mal, voll das Rad und so. Ja, einmal habe ich auch transportiert, das stimmt, aber Sachen, die man in die Hand nehmen kann, funktionieren hier mal ein bisschen anders als Sachen, die man nur schieben kann. Aber ja, war ja richtig. Wheel! Hog love wheel! Hog need invent patent, then patent wheel! Ich muss erst Patent erfinden und dann patentiere ich das Rad. Wheel! Hog loves wheel! Guck mal, voll das Rad und so. Die Frage ist, hat sich jetzt in der Zukunft dadurch was verändert? Oder gibt er mir jetzt einfach ein Rad? Nee, ne? Okay, nee, hier ist er nur in love. Dann schauen wir mal, wie die Zukunft sich verändert hat.